Du begibst dich also in den Prozess des Yoga, weil du nicht auf diese oder jene Art sein willst. Dass du auf die Art sein wirst, die in einem bestimmten Moment erforderlich ist. Wenn es Morgen ist, bist du Morgenmensch. Wenn es Abend ist, bist du Abendmensch. Wenn du keine Person sein musst, bist du keine Person. Das heißt, du wirst flexibel. An dieser Flexibilität arbeiten wir zuallererst mit deinem Körper. Danach sollte es Teil von jedem Aspekt deines Lebens werden. Deine körperliche Struktur, deine psychologische Struktur, deine emotionale Struktur, deine karmische Struktur. Alles soll flexibel werden, dass es sein kann, was auch immer es sein muss. Es ist nicht auf diese oder jene Weise festgefahren. Also Yoga als ein Prozess, Yoga als eine Methode, Yoga als Technologie, Yoga als Wissenschaft ist im Wesentlichen das Brechen von Einschränkungen einer bestimmten Konkretisierung, die geschieht, welche wir als Persönlichkeit bezeichnen. Sich von einer Person zu einer Präsenz entwickeln. Wenn du eine Person bist, bedeutet das, du hast dir eine Schale zugelegt, du hast eine Schale gebildet. Nur innerhalb dieser Schale kannst du funktionieren. Wenn du die Schale brichst, wirst du keine Person mehr sein, sondern einfach eine Präsenz. Wie das Leben ist, wie Gott ist, nur eine Präsenz. Wenn es in eine Schale eingeschlossen werden kann, wird es zu einer Person. Yoga bedeutet also, dass du langsam daran arbeitest, diese Schale dünner und dünner zu machen, mehr und mehr durchlässig, sodass du eines Tages ohne Schale existieren kannst. Also im Wesentlichen bedeutet Yoga in deiner Erfahrung morgens, warum das Sadhana so ist, wie es ist, ist. Alle Aspekte der Körperlichkeit sind zyklisch im Universum. Planeten drehen sich um die Sonne, das Sonnensystem bewegt sich, alles in der Galaxie, im Kosmos ist zyklisch. Je mehr du dich mit deinem physischen System identifizierst, desto zyklischer bist du auch. Deine Erfahrungen sind zyklisch, der Prozess des Lebens ist zyklisch. Wenn du sorgfältig genug hinsiehst, sogar die Situationen, denen du in deinem Leben begegnest, kommen in Zyklen. Yoga bedeutet also auf einer Ebene, den Kreislauf des Lebens zu durchbrechen. Was jetzt ein Kreis ist, wir wollen ihn öffnen und zu einer geraden Linie machen. Denn wenn du dich in Kreisen bewegst, wenn ich sage, dass du dich in Kreisen bewegst, was bedeutet das für dich? Du gehst nirgendwo hin. Es gibt dir nur den Eindruck, dass du irgendwo hingehst. Aber du gehst nicht wirklich irgendwo hin. Du machst immer wieder dasselbe durch. Yoga bedeutet also, den Kreis zu öffnen und ihn wie eine gerade Linie auszustrecken, sodass, wenn du dieser Linie folgst, du irgendwo hingehst, du drehst dich nicht im Kreis. Viele von euch haben vielleicht schon experimentiert und es bemerkt. Falls nicht, experimentiere nicht, weil ich dir jetzt sofort die Ergebnisse des Experiments mitteilen werde. Vielleicht machst du Sadhana schon seit 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahren. Stoppe dein Sadhana für 3 Monate. Plötzlich wirst du so viele Zwänge beobachten, welche du dir nie als Teil von dir selbst vorstellen konntest, die für lange Zeit weg waren, werden plötzlich alle ein Teil von dir werden. Aber diejenigen, die ihr Sadhana richtig machen, sie essen am Morgen, sie denken bis zum Abend nicht an Essen. Es kommt ihnen nicht in den Sinn, weil es kein Zwang mehr ist. Wenn du isst, isst du bewusst. Sonst nicht. Stopp dein Sadhana für 3 Monate und sieh, deine Hände werden einfach nach irgendwas greifen und es in den Mund stecken. Diese Zwänge werden plötzlich wiederkommen, wenn du lediglich das Sadhana brichst. Denn die Natur wird dich nicht so einfach freigeben.
Du musst daran arbeiten und daran arbeiten und daran arbeiten. Andernfalls musst du glücklich sein, um den Kreis zu absolvieren. Ein Kreis kann auch als Zirkus bezeichnet werden. Wenn du bewusst wirst, sieht das Ganze wie ein Zirkus aus. Wenn du nicht bewusst bist, kannst du nur auf 3 Fuß vor dir sehen, dann ist alles real. Wenn du den gesamten Kreis deines Lebens sehen kannst, scheint es plötzlich wie ein Zirkus. Sobald du diesen Zirkus erkannt hast, möchtest du nicht immer wieder durch diesen Zirkus gehen. Nur wenn deine Sicht so begrenzt ist, kannst du nur 3 Fuß vor dir sehen. Alles ist real für dich. Wenn du dich öffnest und den gesamten Kreis siehst, die Art und Weise, wie du dich fortbewegst, es sieht aus wie ein Zirkus und du willst definitiv nicht, dass dieser für immer weitergeht. Du willst etwas dagegen unternehmen. Also diese Zyklen, diese sich wiederholenden Zyklen der Zwanghaftigkeit kommen, weil es verschiedene Arten von Gedächtnis im System gibt. Gedächtnis, karmisches Gedächtnis. Information bedeutet im Wesentlichen etwas Gespeichertes, nicht wahr? Verstehst du, was ich sage? Jede Information bedeutet etwas Gespeichertes, nicht wahr? Wie transportierst du Informationen? Nur durch Speicherung. Es gibt keinen anderen Weg. Entweder in deinem Kopf oder in einem Chip oder in einem Computer. Es spielt keine Rolle. Du kannst Informationen nur durch Speicherung tragen. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie Informationen irgendwo bleiben können. Es gibt also eine riesige Menge an Speicher. Karmisches Gedächtnis, genetisches Gedächtnis, geistiges und psychologisches Gedächtnis, jede Art. Wenn dieses Erinnerungsvermögen nicht vorhanden wäre, würde dein Körper nicht einmal eine Form annehmen. Dein Körper weiß, dass er diese Form annehmen muss. Als du im Leib deiner Mutter warst, so viele Milliarden Menschen auf dem Planeten, jeder nahm diese Form an. 2 Beine, 2 Hände, 2 Augen, so. Wenn das Erinnerungsvermögen nicht da wäre, wüssten wir nicht, welche Form es angenommen hätte. Es ist noch nie passiert, dass eine Frau einen Elefanten zur Welt gebracht hat oder ein Insekt oder etwas anderes. Es ist noch nie passiert, weil es ein Erinnerungsvermögen gibt. Wenn die Erinnerung nicht da ist, hätte diese jede Form annehmen können. Du hast also deine physische Form so beibehalten, wie sie ist, nur wegen deines Erinnerungsvermögens. Erinnerung bedeutet Vergangenheit. Ja? Erinnerung bedeutet immer das, was vorbei ist. Wenn die Erinnerung das Einzige ist, wenn Informationen, die du mit dir führst, und die Erinnerungen sind, das Einzige sind, was die Natur von dem bestimmt, der du gerade bist, dann bedeutet das, dass du vergangen bist. Oder das Leben dich überrannt hat. Es ist kein wirkliches Leben, es ist nur ein Spiel der Erinnerungen. Wenn du ins Kino gehst, wenn das Kino läuft, ist es groß und so real, realer als die Realität. Es wird zu einer größeren Realität als die Realität selbst, weil es so übertrieben ist. Aber all das ist nur Gespeichertes, das abgespielt wird. Es ist ein Film oder in einem digitalen Format aufgenommen oder wie auch immer. Es ist nur Gespeichertes, es ist bereits vorbei.